Aufnahme läuft, du kannst. Hallo und herzlich willkommen hier bei Flip Floyd. Wir gucken Totally Random 2. Wir sind Flo, Olli und ich und wir gehen gleich rein in den Spaß. Das ist übrigens eine Try Not to Laugh Challenge, also nicht lachen. Was? Keiner von euch. Okay, bin ready, Alter. Auch du nicht, du dazu guckst. Let's go. When you laugh, your brain releases endorphins, yeah? Your stress hormones are reduced and the oxygen supply to your blood is increased. I try and laugh several times a day just because it makes you feel good. So... Amen! 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 Roll! Camera! Hey, Ron. Hey, Billy. Hat er sich da wirklich gerade ins Gesicht? Er fand das auch nicht lustig. Ja, hat sie. Und er fand das auch echt nicht witzig. Hat sie durch ihre Hose geschurzt? Ganz er, hat sich auch irgendwas, er hat sich auch irgendwas aus dem Gesicht gewischt, habe ich gesehen. Schwierig, yeah. Alter. Schwierig. Holy shit! Okay. Holy shit, das war krass. Die Frage ist jetzt, Alter. Hat das wirklich gesagt oder waren das nur die Untertitel? Ich sag mal, eine gute totalitäre Erziehung genossen hast, ne? Ja. Alter. Wow. Schwierig. Schwierig. Ist unangenehm in den Ohren gewesen. Das fühle ich. Du ein Bier? Yeah. Fun Fact, das war ein amerikanisches Haus und das war eine Außenwand. Ja. Katzen, Alter. Fucking Rednecks. Das Ding kenne ich. Ja. Das ist super. Jetzt schon keinen Bock mehr. Darum geht's wahrscheinlich. Das wäre es mir nicht wert. Ich hätte eine Flex geholt, Alter. Geht nicht schneller, macht aber mehr Laune. Jetzt wird's schlimm. Okay. War aber auch nicht lustig. Schon besser. Warum ist seine Hose offen? Weil er sich dachte, Hashtag Würde. Bester Geburtstag ever. So much. Teenage angst. At this table. Er war ja super. What? Bitte was? Kannst du noch bestellen? Ferngesteuert?
Wow. Alter, mein Gehirn hat gerade schon wieder was gemacht. Ey, manchmal frage ich mich echt, was mit mir nicht stimmt. Es sind so Bruchteile von Sekunden, die in meinem Kopf stattfinden, die ich aber ganz kurz erklären möchte. Ja, hört mal bei dem Clip bitte ganz genau hin. Hört mal ganz genau hin. Ihr hört ein Frauenlachen im Hintergrund. Hm. Ja. Und das ist auf meinen Kopfhörern halt wirklich hinten links. Und mein Gehirn hat sich gerade die Frage gestellt, für einen Bruchteil einer Sekunde, wer aus dem Chat hat gelacht? Ach, lol. Nicht wer mal, was? Ist da jemand hinter mir, sondern wer aus dem Chat hat gelacht? Ja, ich raus verstehe. Mit der Sprache! Wer von euch war's? Gott, Alter. Ich bin ja noch froh, ich bin ja noch wirklich froh, dass ich in der Lage bin zu begreifen, dass da was nicht stimmt. Aber, Alter, übel dumm. Übel dumm. Wirklich übel dumm. Was? Ich muss ja tatsächlich sagen, so dieses ganze Furzen und Kacken und so, ne, ist ja echt nicht mein Humor, Alter. Nee. Nee. Das fand ich gut. Ja. Das verstehe ich nicht. Du weißt, dass der Ausgang woanders ist, oder? Russische Armee, oder? Wodka. Geil, wie sie durchziehen. Tatsächlich nicht wirklich, ungewöhnlich. Alter. Nein, der spritzt mit einer Wasserflasche Wasser drauf. Hab ich nicht sofort geschnallt. Das war immer so dumm gelaufen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, wie man jetzt denken mag. Das war eine Maisstange. Das ist so ein Puffzeug, so halt, ne? Und dann. Die sind im Prinzip nur Luft. Wo hat sie diese kleine IKEA-Tasche her? Das ist die Frage. Die ist das cool. Ist die, aha, ja, das ist die eigentliche Frage, das stimmt. Heute ist nur ein Volley-Ass. Oh. Es tut mir leid. Das ist sehr lustig. Ja, das war sehr lustig. Das ist ein krass großer Gecko. Ja. Das endet nicht gut. Das endet nicht gut. Don't fuck with the Gecko. Boah, ich hab mich schon. Nein, dazu, das Mlem. Das Mlem hat mich gekillt. Mlem. Oh, nicht cool. Okay, aber die Kollegen waren anscheinend ein bisschen eingeweiht. Ne? Das ist so lustig. Was? Was? Macht sie das? Gibt sie Shuffle? Ja. Scheiße, das hat Michi. Holy shit! Das ist wirklich witzig, Alter. Das ist richtig lustig. Oh. Das ist einfach nur sad. Guck mal, das ist unser Büro. Schade, Alter. Teil 1 war deutlich stärker. Ja, das stimmt. Teil 1 war besser. Aber wahrscheinlich merken wir uns mal Teil 3 auch, weil Teil 3 ist später hochgeladen als Teil 2. Wer hätte das gedacht? Aber hat jetzt schon genauso viele Aufrufe. Also denke ich, ist Teil 3 wieder gut. Wir werden es erfahren beim nächsten Mal. Leute. So sieht's aus.